Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch, ja, zum neuen Angezockt, diesmal Babylon's Fall. Ich habe eben schon einen Charakter erstellt, habe dabei Mist gebaut, deswegen mache ich es nochmal neu. Gucken wir mal, ob ich hier noch weiter einstellen kann, weil ich habe mitten in den Einstellungen dann aus Versehen weitergedrückt, anstatt das halt zu machen. Ich habe vorhin schon den ersten, was ich vor einer knappen Stunde wollte ich ja schon mal aufnehmen, ging nicht, weil im Game ein Update kam. Die Farbe vom Charakter sah auch ein bisschen komisch aus. So wie gemalt, irgendwie so ölfarbemäßig, keine Ahnung. Kenne ich, oder so, nee, wie heißt die, diese leichten Wasserfarben und so, was ich von meiner, kenne ich von meiner Tochter her, wenn die malt. Leider hier auch wieder nur englisches Audio, deutscher Untertitel. Mal vor, ist mir zu dunkel. Kamera links. Anpassen. Ja. Kamera. Kamera. Anpassen. Hoch, runter. Nee. Und hier haben wir noch soziale Netzwerke, das habe ich nämlich gefunden. Und da können wir dann halt irgendwie unsere Charaktere teilen oder so und Crossplay ein- und ausschalten. Mist, wo kann ich denn nicht mit der... Ah, hier. Nein, nein. Nein, nein. Gut. See anybody. Show yourself. I hear it too. These things they stuck on us must have done something to our brains. Oh, a quick study this one. You can hear me thanks to those giddy. Es ist auch ganz toll loben und gleichzeitig lesen, ey, herrlich. Voice. You're the old bastard with the mask from before. Maybe so, but don't trouble yourself over that. You lot have a ziggurat to get to. And step on it. We don't want to keep the people of Babylon waiting for a closer look at their new heroes. Heroes? Cut this shit. Who the hell do you think you are, ordering us around like? Quiet. Leichter Angriff auf Viereck, schwerer Angriff auf Dreieck. Resisting here would be suicide. Plain and simple. You two, we'd better get going. Hey.
keeps getting better. It must be these things on our back they're after. What did he call them? Gideon coffins. Hey, you. We'll keep these bastards distracted. You take care of the rest. Explanations. Just remember, you're in trouble if the Gigant Gallo finds you. Now go on, make your way to the ziggurat, on the double. Get there in one piece, and the Imperial Army will help with the rest. Hey, come on. You're just going to leave us to die here? Great job taking care of your new sentinels. Really glad I signed up for this. Die Taste, die dran stand, ja, das habe ich nicht richtig erkannt. Es steuert sich ein bisschen unbeholfen, finde ich. Never hunted things that easy before. It's raining bloody monsters down here. Shit, there's no end to them. Whatever they are, they're only after us, from the looks of it. Right again. I can see you're the brains of this batch. There's nothing a Gallo hates like a sentinel. Except perhaps three sentinels. So they hate the Empire too. Is it too late to change sides? Well, I'll warn you, you're likely to find the Gallo hard to get along with. But I suppose you're welcome to try. Also meins ist es nicht, also hat mir das Final Fantasy, was ich gestern angezockt habe, irgendwie mehr gefallen. Also
Also nicht Final Fantasy, aber halt diese andere da, was im Final Fantasy Universum spielt. Drücke. Scheiße, ich hab keinen Trank mehr. Jetzt? This is not your time. Your soul is yet unharmed. Now, Sentinel, bear your... Wir wollen uns ja nicht so spoilern lassen. Ich habe auch keinen Bock. Ehrlich gesagt, ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit wieder zu lesen. So, kann ich halt die Dinger brechen, aber ich weiß nicht, die ganze Mechanik. Wer drauf steht, okay, aber für mich, also meins ist es nicht, muss ich sagen. Did you work out how to do that on your own? Und das nicht weil es Englisch ist, wie von der Steuerung so her. Münzen halt gekriegt, gut.
Technik bei dem gehört? Nee, den kann ich nur anlabern, na toll. Wollte da Klamotten kaufen oder was? Schwert, oh Gott. Tägliche. Jeden Tag. Ja, wie fort er hier mit? Also die von hier Automata. Ist mal wieder nur Quatsch und alles und immer noch keine Rüstung, keine Waffe, keine auch nichts. Ah, hier Ziel. Hier soll ich hin. Das sieht doch nach einer Schmiede aus. Und nach Waffen und Rüstung. Halt, Sentinels! It's only old Isham. Surprised you, did I? You know, it's time to... Come on, Sentinels. There's a few things you need to know. There are other Dynamis abilities too, but, as you can imagine, the Gallo aren't going to wait for me to finish my lecture. We'll pick up where we left off later.
Assuming you make it back from your first official mission, that is. My ass. Zeig immer noch keine Waffen. We can't all be busy. You're right about that. By the way, did you see that masked guy upstairs? The one mumbling to some weird doll on his shoulder. Seems like working here could break anyone's mind. Well, it looked like the doll was connected to him by some kind of shining thread. Remind you of any other threads we have? Oh, ich laber nicht mehr echt. Und die labern so lahmarschig. Yeah. Endlich, oder? Hoffe ich doch. Hey there. Oh, welcome. Yeah, welcome to the dying dolphin, maggots. Now, Galatea, how could you say such a thing? I beg your pardon. Galatea is a bit of a diamond in the rough. My name is Pygmalion. Should you need anything, anything at all, don't hesitate to ask. Enough, Galatea. I've precious few customers as it is. Yeah, we'd like to ask you something if that's okay. Of course. What might that be? Are you the one that... Oh, komm, jetzt reicht's wieder. What you say? Ah, my apologies. Überspringen. Komm. Zeig mir doch Waffen. Der labert mich tot, aber gibt mir keine neuen Waffen oder was? Thank you.
Und wie viel habe ich davon? 1000 oder was? Ja, na klar, schön wieder in die Umgebung. Kam Destiny aber ein bisschen mehr aus der Potten.
Die Musik ist auch ein bisschen belastend. Doch nie Automata-Kampagne. Alle bereit? Kann ich jetzt bereit drücken? Ah, geht automatisch. Bin ich mal gespannt. Also bis jetzt ist es nicht mein Fall. Viel zu viel gelese. Grafik, ne, sieht so ein bisschen ölgemäldemäßig aus, keine Ahnung. Grafik hat irgendwas mit dem Ölmädel-Style, hat irgendwas, aber es ist halt irgendwie nicht mein Game. Alter. Sie gehen ja chancenmäßig an. Gerade meine Trank nehmen. Eben.
Angriff gescheitert. Muss ich jetzt wieder einen neuen Auftrag annehmen. Ich gehe aber mal hier hin und da hin. Ne, da will ich hier einen Abschluss machen. Es ist nicht mein Spiel. Es ist nicht mein Spiel. Die Grafik hat was. Ist mal was anderes. Oh. Aber irgendwie die Steuerung und so ist, also ist nicht. Da ist gestern, wie hieß das nochmal? Strangers of Paradise, Final Fantasy, Oregon. Das ist von der Steuerung. Oh, das ist auch Englisch. Aber irgendwie hat das mehr Bock gemacht als das. Das ist nicht mein Spiel. Ich denke mal, da wird es einige geben, die vielleicht da das Spiel feiern, weil es mal was komplett anderes ist mit wegen der Grafik und. Aber sonst ist es halt normales Online-Spiel wie alle anderen auch. Kann ich darüber? Nö. Okay. Nö, dann würde ich jetzt hier auch abschließen. Man könnte ja mal im Stream spielen, wenn einer von euch das auch hat. Aber so alleine jetzt mit irgendwelchen wildfremden Leuten macht es mir halt keinen Spaß. Und irgendwie bockt es mir nicht so richtig. Aber das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Ist ein schönes Spiel, aber nicht für mich. Also für mich nicht. Der Funke springt nicht über. Aber ich denke mal, viele von euch werden das feiern. Oder einige. Und wäre auch blöd, wenn immer alle gleich wären. Und wenn die Entwickler nicht mal was versuchen. Sonst würden wir mal die gleichen Scheißspiele in ihr Set kriegen. Und das wäre auch nicht schön. Deswegen. Däumchen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.